Blumenkohl und Rock'n'Roll. Mitte Juli, 25 Grad Außentemperatur. Ich sähe heute mein Wintergemüse. Auch wenn es schwierig ist, im Sommer an den Winter zu denken, es gibt jede Menge Gemüsesorten, die man jetzt säen kann und dann im Herbst und Winter erntet. Und ich verrate euch heute, welche das sind. Ist vielleicht ein komischer Gedanke im Moment. Es ist Juli, es ist heiß, es ist Sommer. Aber wenn wir jetzt nicht das Wintergemüse aussäen, dann haben wir im Winter kein Gemüse mehr und das wäre ja schade. Es gibt wahnsinnig viele leckere Gemüsesorten, die man jetzt noch unter die Erde bringen kann. Und jetzt mitten im Sommer ist die Aussaat auch viel einfacher, als wenn wir im Frühjahr aussehen müssen. Im Frühjahr brauchen wir oft zusätzliches Licht, zusätzliche Wärme. Das haben wir jetzt alles im Überfluss und können einfach quasi draußen oder so wie hier bei mir in so einem kalten Gewächshäuschen die Sachen aussäen. Ich verwende für die Aussaat ja ganz gerne solche Gewächshäuschen, weil da einfach in den ersten Tagen dann eine gute feuchte Luft herrscht und die Sachen schneller keimen. Man kann aber auch einfach solche Aussaatschalen nehmen, die habe ich übrig, wenn ich mal selbst Gemüsepflänzchen gekauft habe und die eben füllen. Zur Füllung, also um sie zu füllen, verwende ich am liebsten entweder eine Aussaaterde oder hier habe ich jetzt einen Kompost, den ich mit Vermiculit, das ist so ein mineralisches Gestein, so ein bisschen mische, dann wird der lockerer, nährstoffärmer und Keimlinge brauchen ja nicht so viele Nährstoffe am Anfang, die sollen ja kräftige Wurzeln ausbilden. Ich gieße die Erde gerne auch vorher an, bevor die Samen reinkommen. Das ist vor allen Dingen bei kleinen Samen ist es wichtig, weil die verschwemmen sonst so leicht. Und deswegen gieße ich das vorher an, lege die Samen rein, dann streue ich später so ein bisschen Vermiculit über das Loch, wo die drin sind. Und mehr muss man gar nicht mehr tun. Die haben dann genug Feuchtigkeit. Kommen wir zu den Gemüsesorten, die man jetzt noch säen kann. Ihr seht, dass hier schon eine ganze Menge in den kleinen Gewächshäuschen ist. Was ist das alles? Zuallererst natürlich die ganzen Kohlsorten. Ich habe hier einen China-Kohl gesät, den liebe ich. Ich mag Kimchi total gerne. Ich habe einen Palmkohl, den finde ich klasse, weil man einzelne Blätter ernten kann. Scharf in der Pfanne angebraten mit Knoblauch, super zu Nudeln. Und ich habe einen Winterbrokkoli. Bei dem erntet man eben nicht nur einmal die große Sprosse in der Mitte, sondern der hat viele Seitensprossen, die man über einen langen Zeitraum immer wieder ernten kann. Die Sorte, die ich hier habe, die ist sogar teilweise mehrjährig in milden Gegenden. Die nächste Gemüse- oder soll ich besser sagen Salatgruppe, die ich gerne aussähe jetzt um diese Jahreszeit, das ist Radicchio. Und Chicorée. Ich liebe dieses Gemüse, das ist ja so ein bisschen bitter, aber ich mag das total gerne. Und jetzt ist die richtige Zeit, die auszusäen. Radicchio sät man eigentlich besser direkt ins Beet, aber ich habe nicht genügend Beetplätze frei. Der lässt sich nicht so gerne verpflanzen. Ich habe nicht genügend Beetplätze, aber bei diesen Gewächshäusern ist ja das Tolle, dass die in so kleinen einzelnen Töpfchen sind. Und sobald mein Radicchio die ersten Blätter hat, ist der Platz in meinem Beet frei. Und ich kann das hier rausholen, ohne dass seine Wurzeln beschädigt werden und den einfach ins Beet transplantieren. Außerdem sähe ich Fenchel. Fenchel klappt jetzt im Herbst viel, viel besser, die eigene Aussaat, als im Frühjahr. Dann Kohlrabi kann man jetzt auch nochmal aussäen. Im Winter muss man den vielleicht so ein bisschen abdecken, wenn er Frost abkriegt, aber ansonsten kann der draußen bleiben. Und dann sähe ich hier so eine Asia, also einen Winterrettich, für den ist jetzt auch die richtige Zeit. Den würde ich normalerweise auch direkt ins Beet säen, habe aber keinen Platz und deswegen kommt er jetzt erstmal hier in dieses kleine Gewächshäuschen rein. Was jetzt auch wieder geht, sind Salate. Die sind ja im Sommer so ein bisschen schwierig und fangen schnell an zu schießen. Da muss man schon gucken, welche Sorte man nimmt. Aber jetzt fallen die Temperaturen in der Nacht schon langsam wieder ab und man kann Salat wieder aussäen, ohne die Gefahr, dass er schießt. Egal welchen Salat, die man mag, aber natürlich auch die Wintersalate wie die Endivchen oder den Winterkopfsalat, der den ganzen Winter über draußen bleibt und dann im Frühjahr geerntet wird. Direkt ins Beet sähe ich Radieschen, für die finde ich immer ein kleines Plätzchen und jetzt kann man übrigens auch noch mal Busch- und Stangenbohnen legen und das werde ich jetzt auch noch mal machen, um meine Bohnenernte zu verlängern. Die kommen aber direkt ins Beet natürlich. Jetzt kommt wieder mein berühmter Two-in-One-Bleistift zum Einsatz und ich mache in meine Kästchen eine kleine Lücke, also eine kleine Delle rein, wo ich dann mein Saatgut reinstreue.
So, das hier ist jetzt ein Endivchensalat, eine rote Sorte, finde ich total spannend, habe ich noch nie ausprobiert. Und ich versuche halt jetzt in das Löchlein höchstens so ein, zwei Samen reinzuschmeißen. Wenn mehr drin ist, ich kann so und so nur einen Keimling stehen lassen, den Rest muss ich rausreißen dann. Salat ist ein Lichtkeimer, deswegen bedecke ich den nur ganz, ganz leicht mit Vermiculite, hier so ein kleines bisschen. Da kommt genügend Licht durch und dann drücke ich das so ein kleines bisschen an, damit der Samen guten Kontakt zur Erde bekommt und dann kommt der Deckel drauf. Nee, wartet. Was ich immer gerne vergesse und was ihr auf keinen Fall vergessen solltet, ist das Beschriften, weil man weiß ganz schnell nicht mehr, was da drin ist. Also einfach nehmen so Plastikschildchen, einen Bleistift, den kann man ausradieren und der ist trotzdem wasserfest und notiere mir dann das Datum und eben was ich gesät habe. Gießen müsst ihr nicht mehr, das haben wir ja schon vorher erledigt und das müsst ihr eigentlich auch nicht mehr machen, bis die Pflanze keimt. Die Feuchtigkeit in dem Gewächshäuschen reicht aus. Ihr seht ja hier, was sich hier für eine Feuchtigkeit bildet. Alles, was ich mache, ich hebe es einmal am Tag hoch, eigentlich mehr, um zu gucken, ob die schon gekeimt sind. Weil sobald die Pflänzchen gekeimt sind, muss der Deckel runter und ihr müsst darauf achten, dass die dann nicht mehr austrocknen. Warm genug und hell genug ist es ja auf jeden Fall. Sobald eure Pflänzchen die ersten richtigen Blätter haben, können sie ins Beet umziehen. Sollten eure Beete zu dem Zeitpunkt noch nicht frei sein, dann müsst ihr diese Pflänzchen mit einer ganz, ganz leichten Düngerlösung, halbe Menge, die man sonst nimmt, düngen oder in ein größeres Töpfchen umpflanzen, weil die Erde, in die wir sie gepflanzt haben, die hat halt nicht so viele Nährstoffe. Für die Keimlinge ist das gut, aber wenn die richtigen Blätter kommen, dann braucht die Pflanze ein bisschen mehr Power. Für den Winter fühle ich mich jetzt bestens vorbereitet. Gleich gehe ich noch in den Garten und bringe die Bohnen in die Erde, damit ich auch da noch eine Weile ernten kann. Das war es also zum Thema Wintergemüse. Jetzt sehen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.